Die Casedo GmbH in Leoben-Donawitz. Ihr Partner für Seminare, Veranstaltungen, Catering und mehr. www.casedo.co.at. Durch den Erlass von Kaiser Ferdinand im Jahr 1838 durfte in Leoben neben dem Viehmarkt in Göss auch ein Krämermarkt abgehalten werden. Das war die Grundsteinlegung für den heutigen Gösser Kirtag. 180 Jahre später bieten über 400 Standler Waren aller Art an und die Gastronomie kommt dabei auch nicht zu kurz. Dieser heimliche Nationalfeiertag der Leobner gehört nicht nur zu den traditionellsten, sondern auch zu den besucherreichsten Kirtagen Österreichs. Und der echte Steirer lässt sich auch vom kalten Wetter nicht abhalten. Ich glaube, man darf da einfach nicht schwächeln. Irgendwo hat der Leobner oder die Leobnerinne das irgendwo in sich drinnen, dass man sagt, es gibt einen Tag, wo der einfach anders ist als alle anderen. Ja. Das kann man wohl sagen. Freibier vom Brauwagen gibt's nicht alle Tage. Und viele behaupten ja tatsächlich, der Gerstensaft schmeckt nicht nur lecker, sondern sei auch noch gesund. Es gibt relativ viele, die behaupten, dass es gesund sei, sogar Ärzte. Die sagen, es ist ein Elektrolytgetränk. Eigentlich hat es ja ganz gute Ingredienzien. Es ist Wasser, meistens Quellwasser, also wie zum Beispiel da hat man eigene Quelle. Und dann Hopfen und Malz. Also sind schon gesunde Naturprodukte. Ja, und vom Alkoholgehalt redet man am Kirtag gar nicht? Ob man es gern hört oder nicht, aber Alkohol ist natürlich auch in kleinen Mengen immer ein bisschen Gift. Wie bitte? In Sachen Gift sehe ich das so. Wer will schon gesund sterben und wer will 120 werden? Genau. Und deswegen wurden auch heuer wieder 30.000 Krügel Bier gezapft und angestochen hat der Bürgermeister profimäßig. Kaum ein Tropfen ging verloren. Und dazu brauchte er nur 6 Schläge. Prost, 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 Gesundheit, meine Damen und Herren.